Alarmstufe rot, rot, rot. Schauen Sie mal, das ist das Ticket. Mediterranes Klima sollte es sein. Entspannung sollte es sein. 2 Wochen Krimi wurden es. Dieses Foto hier ist eine von mehreren Toiletten, die nicht behindertengerecht gestaltet sind. Diese Odyssee ist jeden Tag ein anderer Anruf oder fast jeden Tag ein anderer Anruf, kaum zu überbieten. Es wurden entsprechende Gespräche geführt, da der zweite, der Lebenspartner, Reisegast, ein nierentransplantierter Patient ist. Und man hat gemeint, ja, das geht schon alles in Ordnung. Wir haben ja auch eine 4-Sterne-Kategorie. Und da dürfen Sie sich wohlfühlen. Ja, wahrscheinlich sind die unterschiedlichen Auffassungsfelder so extrem wie Sonne und Mond. Ich muss dazu sagen, dass ich jetzt das Gefühl habe, dass ich auch auf den Kopf stehe. Weil ich kann es nicht begreifen, dass ein CAO von der Rewe Group in Köln mit seinen Team Group Mitgliedern keinen Überblick sich verschaffen hat, was er hier anbietet. Von der Lautstärke abgesehen. Wie kann man sich absichern? Mit wie vielen Tickets kann man sich absichern? Also Tickets bzw. Versicherungsverhältnissen vom ADAC bis Reiserücktrittsversicherung bis Transport, VIP-Versicherung, was es eben alles so gibt. Es ist einfach, gelinde gesagt, eine Reise in den Abort gegangen. Wir schreiben heute, ich muss nochmal nachschauen, den 1. Dezember. Ja, schönes Vorweihnachtsfest, das auch in die Toilette ging. Dieses Video muss noch aufgrund der Hintergrundgeräusche nachbearbeitet werden. Hier sind die O-Töne drauf von mehreren Tagen. Natürlich nicht in einem Video, sondern in verschiedenen Sequenzen, die ich immer dann im O-Ton aufgenommen habe, mit Einverständnis, weil man dann authentischer rüberkommt, was diese Familie erleiden musste. Anstatt unter die Arme zu greifen, zum Beispiel nach dem Sturz, sofort tätig zu werden. Ich weiß natürlich jetzt nicht die weiteren Einzelheiten, denn man hat gesagt, er braucht eine Not-OP, der Reisepartner. Es gibt 2 Tickets. Ich habe jetzt ein Ticket nur gesehen auf dem Handy. Und das andere muss ich noch den Namen aus datenschutzrechtlichen Gesichtspunkten schwärzen oder unkenntlich machen. Wir haben aber jetzt mitten in der Nacht und es gibt noch einen anderen Notfall. Ich kann mich ja nicht zerteilen. Aber geschuldet der Aktualität, wie Sie hier sehen,
2019, halte ich mich daran, das schnellstmöglich hier ja, eine seelische Wiedergutmachung eintreten muss. Die Würde ist in mehrfacher Form gebrochen worden. Das heißt, ein schweres Vergehen. In Amerika wird es entsprechend empfindlich entlohnt. Hier muss der deutsche Rechtsstaat ja, seine Hausaufgaben nachholen, damit Abschreckung eintritt und solche Umstände, zu kleine Toiletten, herausgerissene Falze, da gibt es noch Bilder, die reiche ich selbstverständlich noch nach. Also so kann man mit 4 Sternen nicht hausieren gehen. 4 Sterne, ja, bei Mercedes-Benz schaut es da mit den Sternen schon anders aus. Andere Liga. Was will ich damit erreichen? Empfindlich würde ein Landgerichtsrichter sagen, müssen wir hier vorgehen und dem Unternehmer auf die Füße treten, damit empfindlich ein Strafmaß ausgesprochen wird, dass sich das nicht mehr wiederholt. Klar, wo Mensch ist, ist auch Fehler einhergehend. Und deswegen bin ich der Meinung, hier ist mehr als Alarmstufe Rot eingetreten. Ja, ich habe sowas über mehrere Tage seltenst gehört, dass man nicht gewillt ist, 3 Hotels nicht einigermaßen zufriedenstellend, all inclusive, hat es geheißen, ja? All inclusive. Ich glaube, das ist sogar hier zu sehen. Boarding Pass, Eurowings, also die beste Visitenkarte ist es, weiß Gott nicht. Und ich bin der Meinung, hier muss empfindlich, ich wiederhole mich, damit es nicht untergeht, diese Familie entlohnt werden. Ich hoffe nur, dass die Not-OP mit dem Hämatom des Lebenspartners er überlebt, weil praktisch die Transportsicherheit für sein Leben nicht gewährleistet werden konnte. Im O-Ton, ich glaube, wenn ich mich richtig entsinne, durch die vielen, vielen Gespräche, laut auch des Piloten oder Co-Piloten über den Atlantik, können wir nicht notlanden. Vielleicht wäre es möglich gewesen, entsprechend eine ärztliche Versorgung an Bord zu nehmen. Also wenn man flexibel ist, geht das. Jedoch bin ich der Meinung, dass hier empfindlich, wirklich, ich wiederhole mich immer wieder, weil ich kaum begreifen kann, dass man so etwas heutzutage im Jahre 2019, da gehen mir einem schon die Lichter aus, 2019, dass man so etwas sich bieten lassen muss. Jetzt bin ich kurz rausgesprungen, technisch, also nicht ich, sondern der Laptop als Hintergrund. Das schmälert aber nichts an der Tatsache, dass hier empfindlichst, schnellstmöglich gehandelt werden muss. Denn ich bin der Meinung, es ist so alarmierend,
dass ich bei mir bei gala@galacom.tv oder die Reserve-E-Mail, weil sehr viele Videos sehr groß sind und dann kann der Account schnell mal überlastet sein, nehmen Sie dann als Reserve oder in CC. Dann haben Sie nicht so viel Aufwand und müssen nicht zweimal senden. Eine bekomme ich sicher, auch die Adresse galacomtv@gmail.com. Wie gesagt, ich hätte gerne über etwas anderes berichtet, aber die Aktualität hat mich in den Bann gezogen, in der Nacht noch etwas für diese Familie zu tun. Sie hofft natürlich, dass ich hier entsprechend offene Ohren erhalte und dass sich schnellstmöglich etwas tut. Ich hoffe. Denn derzeit liege ich eigentlich im Bett, fast, aber zum Retten gibt es ja keine Wahl. Ja, zum Retten gibt es keine Wahl. Denn Notfälle kennen keine Zeit. Filmbike No Limits for More Human Rights Worldwide. Und wer jetzt dann meint, eben, ich hätte zu viel mich hinausgelehnt, nein, das habe ich nicht. Sind Sie froh, Herr CAO von Köln Rewe Group, dass noch die Frau, also die beiden Gäste, ich hoffe, dass beide Reisegäste es schaffen, zurück nach Deutschland. Und natürlich ihr Lebenspartner es schafft, durch die ärztlichen Koryphäen in Spanien. Bis bald, Anschluss-Podcast wird folgen und Sie werden dann von mir natürlich auch entsprechend versorgt. Lernen Sie daraus, dass nicht noch ein Fall an meine Ohren kommt. Ich habe einige Rewe-Fälle an meine Ohren bekommen und das sollte eigentlich zu denken geben. Dein Markt, das Credo, das sollte eigentlich so nicht mit Füßen getreten werden. Es gibt auch noch eine Konsumentenseele. Sie verstehen? Ob Lebensmittel oder Reisemittel. Da sollte man schon die Ohren öffnen. Guten Tag und ja, alles Gute und das zum ersten Advent. Naja, wenn es da noch nicht in der Hütte brennt. Ich meine, in der Image-Hütte von Rewe, dein Markt. Denken Sie drüber nach. Es gibt noch mehrere Ereignisse im Leben, die mir zur Linse gebeten wurden aufzusagen und ob das Lebensmittel sind etc. Also ich habe noch ein paar und vielleicht hört man mich mal an und stellt genau das ab. Wenn Sie es nicht abstellen, geht es ins Image. Und wenn das Image beschädigt ist, ist auch das Vertrauen zu ihrer Gruppe empfindlich agitiert. Und was heißt das? Dass man dann, wenn das Vertrauen eines Konsumenten weg ist, kein Erlebniseinkäufer mehr ist, sondern ein Noteinkäufer. Und kein Unternehmen weltweit hat mit Noteinkäufen überlebt. Sie verstehen? Wenn nicht, Sie haben mir meine E-Mail. Ich habe ja alles aufgesagt. galacom.tv, Courage, No Limits, Worldwide. Thanks. All the best.